60 Jahre Vereinigung Pro Pfäffikensee. Ich gratuliere einfach mal herzlich. Da sind ganz ein Haufen Interessen zusammengekommen und ich mache das sogar institutionalisiert in einer Vereinigung. Ihr tönt euch manchmal vielleicht vom einen oder anderen Thema her auch ein bisschen wetzen, aber das ist richtig so. Ich wende schlussendlich für alle nur das Beste, nämlich, dass wir alle am Pfäffikensee uns aufhalten können, die schöne Natur geniessen und das wollen wir auch halten. Wir haben hier eine riesige Zeltstadt, wo jeder Verein, der da auch ein bisschen mitmacht, um den Pfäffikensee sich auch bemüht, zu schützen oder sich dafür einsetzt, dass wir eben ein naturnäheres Gebiet bleiben, hat da einen Stand. Ja, die Stadt Wetzikon stellt hier Ersatzneubau Strandbad Wetzikon vor. Wir sind heute in dem Stand und zeigen den Leuten aufzeigen, wie sich das Projekt in den nächsten Jahren verändern wird. Das Ziel ist, dass wir 2025 hier den Neubau der Bevölkerung von Wetzikon präsentieren können. Die Leute haben heute die Möglichkeit, sich hier zu informieren, wie sieht der Ersatzneubau aus. Wir können Rede und Antwort stehen, hoffen, dass wir mit dem Projekt auch überzeugen können, dass wir hier die richtige Wahl getroffen haben für den Ersatzneubau und hoffen, dass wir spätestens 2025 da wirklich eine neue, schöne Strandbade präsentieren können. Wir tun ja die bestehenden Bauten ersetzen durch ganz einfach gehaltene zwei Gebäude, die heissen Bauprojekt heisst Lolek und Polek, die Gebäude. Schauen Sie es mal vielleicht auf der Webseite ein bisschen neuer an. Das Schöne ist, dass wir einfach bleiben, dass wir aber auch für die ganze Bevölkerung nach wie vor den Zugang zu dieser Badi, zum Pfäffikensee, zu dem Naherholungsgebiet können gewährleisten, dass jeder kann kommen und auch hier baden oder sich einfach mal bei einem Kaffee zum Beispiel im Kiosk, der auch einfach gehalten bleiben wird, können entspannen. Und vielleicht die einen oder anderen Gedanken mal durch den Kopf gehen lassen kann, wenn er so einfach in dieser Natur sitzt und mal ein bisschen den Alltag kann vergessen kann. Es freut mich wirklich, dass wir das Projekt jetzt angehen können. Und wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auch noch Ja dazu sagen, sollten wir bei 3 Jahren die Bauten gemacht haben und die bestehenden Gebäude abgebrochen haben. Also wir sind hier am Stand der aquatischen Neobiota. Es geht darum, die Bevölkerung zu informieren, was man machen kann, damit Neozoen nicht in den Schweizer Gewässern weiter verbreitet werden. Das Ziel ist, dass die Leute sensibilisieren, dass sie zum Beispiel Bötchen beim Einwassern in ein neues Gewässer gut putzen, sodass die aquatischen Neozoen nicht von See zu See transportiert werden. Ich bin vom SCAP, vom Segelclub am Pfäffikensee. Wir sind hier in einer wunderschönen Umgebung. Wir haben ein wunderschönes Gebiet zum Segeln. In Zukunft wünschen wir uns wirklich, dass wir die Jugendarbeit noch ausbauen können. Wir haben jetzt schon immer jedes Jahr plus minus um die 13, 14 Jugendliche, die bei uns segeln lernen und Fortgeschrittene, die weiter segeln. Ich bin Präsident der Vereinigung Pro Pfäffikensee seit März dieses Jahres. Die Vereinigung Pro Pfäffikensee feiert heute ihr 60-jähriges Jubiläum und wir bemühen uns, wie gesagt, seit 60 Jahren darum, alle Interessen am Pfäffikensee miteinander zu diskutieren. Fängt an beim Naturschutz, bei der Landwirtschaft, bei der Pflege und beim Unterhalt und auch bei den Erholungsaktivitäten, Segelclub, Fischerei, Bootshabe. 15 Vereine sind Mitglied von der Vereinigung Pro Pfäffikensee, die 3 Gemeinden und der Kanton. Und wie gesagt, unser Anliegen ist, gemeinsam Meinungsbildung zu diskutieren, die Anliegen zu diskutieren, diese schöne Landschaft zu schützen, maßvoll zu nutzen und zu unterhalten. Nur so können wir den Pfäffikensee, das Naherholungsgebiet, auch langfristig schützen und allen zugänglich machen. We'll be right back.